Aber eine Sache sollte niemals eine Option sein, nämlich nichts zu tun und sich aufzuregen darüber, dass die Zinsen gerade kacke sind und alles nicht funktioniert und das jetzt einfach eine Phase ist, mit der man leben muss. Nein, musst du nicht. Klare Botschaft, musst du nicht. Herzlich willkommen zu unserer nächsten Emolution Podcast-Folge. Mein Name ist Heinz Bosbach und ich grüße euch alle da draußen. Und heute mit dem Thema Outflow-Maschine. Warum du wirklich gerade jetzt in der aktuellen Situation maximalen Outflow betreiben musst, um sicher durch diese Krise zu kommen als Immobilienmakler. Und hier gehen wir mal auf die Details ein. Der erste Punkt ist Outflow. Was bedeutet das eigentlich? Outflow ist etwas, ne? Outflow, also nach außen gerichtet. Du betreibst Marketing, du betreibst Werbung. Und jetzt musst du dir folgende Sache vorstellen. Du betreibst Werbung, bis sich in deinem Laden die Balken biegen, ja, bis der Boden bebt, bis wirklich dein Objektbestand so dermaßen unter die Decke geht. Weil das erste Problem, was aufkommt, ist, dass der Kopf da oben, der Kopf bremst dich aus. Du sagst dir, oh, wenn ich jetzt Objekte oder zu viele Objekte reinhole, dann kriege ich die nicht geliefert, dann kriege ich das nicht auf die Reihe. Ich erkläre dir gleich, wie das zu lösen ist. Weil wenn du keine Objekte reinholst, hast du drei Probleme und noch eine ganze Menge mehr Probleme gleichzeitig. Holst du viele Objekte rein, also machst du maximalen Akquise-Outflow, wirst du am Ende nur ein einziges Problem haben oder eine einzige Herausforderung, die wesentlich leichter zu lösen ist, als wenn du drei, vier oder fünf Probleme und Herausforderungen gleichzeitig hast. Also nochmal zurück zum Thema Outflow. Outflow ist also maximal nach außen gerichtet, Werbung zu machen. Im Bereich Akquise bedeutet das auf allen, also Outflow-Maschine aufbauen, bedeutet, dass du mehrere Kanäle, ich sage Ölquellen dazu, Ölquellen aufbaust und du brauchst immer maximal mindestens drei Ölquellen, die du dir aufbaust und die permanent funktionieren. Die geile Botschaft dahinter ist, wenn du wirklich richtig krassen Outflow machst, dann wird Folgendes passieren. Du wirst Objekte, also Akquise, wirst Objekte akquirieren, wo du nachher sagst, ey, wo kommen die denn auf einmal her? Also alleine schon das bloße Starten, zum Beispiel endlich den Telefonhörer in die Hand zu nehmen, ja, und Menschen anzurufen. Natürlich noch sexier, noch cooler ist, wenn du das systematisch, also wenn du das strukturiert mit einem Prozess machst und daraus ein sehr, sehr geiles System formst, was du natürlich bei mir bekommen kannst, dieses System, das wird es oder das wird im wahrsten Sinne des Wortes dir das Leben viel leichter machen. Hier ein kleines Beispiel. Kunde von mir hat insgesamt 24 Leads durch mein System in einem Monat alleine nur aus dem Bereich Direktmarketing dazu gewonnen. Also das funktioniert. Das ist wirklich sehr, sehr sexy. Also systematisch zu arbeiten ist immer cool. System schlägt Mensch, kann man auch sagen. Okay, wir bleiben beim Thema Outflow. Also eine Sache, die funktioniert, reicht nicht aus. Du, also wie zum Beispiel verlassen auf Empfehlungen. Du bist immer in der Opferrolle, wenn du dich auf eine einzige Sache verlässt. Das ist einfach scheiße, das ist nicht cool. Lass das sein, das bringt dir nichts. Also nicht lass es sein, sondern du musst mehr als eine Quelle haben. Zweite Quelle aufzubauen heißt, jede Verkaufsaktivität, also alles, was du für den Verkauf tust, ist auch gleichzeitig Einkauf. Und ich kann dir eine Sache versprechen, ich garantiere es dir sogar, dass mit steigender Anzahl der Objekte, die du bekommen wirst, wirst du automatisch noch mehr neue Aufträge bekommen, und zwar ganz von alleine, vollkommen automatisch. Alleine durch deine Aktivität, die du startest.
Ich möchte dir ein Beispiel geben, warum drei Ölquellen so besonders wichtig sind. Und zwar, ich habe vor etlichen Jahren schon begonnen, Kundenevents zu machen, also Endkundenveranstaltungen. Privatverkauf, Segen oder Fluch, die eigene Immobilie ohne Makler verkaufen. Und wir hatten so zwischen 50 und 70 Teilnehmer regelmäßig. Und ich bin dann hingegangen, habe so analysiert, habe gesagt, ey, was von meinen Werbemaßnahmen, um praktisch das Seminar vollzukriegen, funktioniert denn am besten? Und da habe ich dann festgestellt, ey, die Printanzeigen, da melden sich die meisten Leute drauf an. Schlau wie ich dachte, ja, oder schlau wie ich bin, dachte ich mir, ich sage, alles andere kannst du doch sein lassen, machst du nur noch die Anzeigen. Das Ergebnis ließ nicht lange auf sich warten, nämlich beim nächsten Seminar hatte ich ein riesengroßes Problem. Das war nämlich das einzige Seminar, was komplett für den Hintern war, nämlich ich hatte nur 8 Teilnehmer. Das Glück für mich war, dass ich das ins Büro verlegen konnte, kleiner Besprechungsraum. Ich habe trotzdem einen Auftrag bekommen, also 8 Leute, trotzdem einen Auftrag. Aber das Problem bei der ganzen Situation war, es hat deshalb nicht funktioniert, weil ich nur eine Sache gemacht habe und vorher Flyer verteilt, Print, dann habe ich noch Social Media gemacht, Xing-Werbung gemacht, ich habe das in Veranstaltungskalender eingetragen. Also wirklich ganz, 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 ganz viele Sachen gemacht, um diese Veranstaltung vollzukriegen. Gesagt, getan, im nächsten Monat, ich habe den Fehler gefunden, dass ich also mehrere Sachen machen muss, eine nicht ausreicht, weil du weißt nachher nicht, niemals, bei keiner Aktion, die du machst, weißt du nicht, aus welchem Wahrnehmungskanal ist die Person wirklich auf dich gekommen. Und auch hier ganz interessant, wir haben natürlich die Leute gefragt, hey, wie sind sie auf uns gekommen? Die Leute wissen es teilweise gar nicht mehr. Ja, weil wenn du Anzeigen machst, Flyer verteilst, Online-Marketing, Google My Business, deine Webseite, du hast so viele Touchpoints, die du aufbaust, dass am Ende dadurch maximale Aufmerksamkeit erzeugt wird. Also man könnte auch sagen, du dominierst durch Sichtbarkeit den Markt. Also das ist zum Beispiel Outflow. Richtig Vollgas geben. Jetzt kommen wir zum Thema Verkauf. Beim Verkauf ist es genau das Gleiche. Vor ein paar Monaten noch, und der Breaking Point liegt so auf Juni 2022. Da ist bei vielen Immobilienmaklern die Käufernachfrage eingebrochen. Genau da. Also ich habe jetzt mit einigen gesprochen, die seit dem Zeitpunkt keine oder kaum noch Immobilien verkauft haben, weil eben keine Käufernachfrage. So, also was musst du jetzt hier tun? Natürlich musst du erstmal schauen, wo liegt eigentlich der Fehler. Also du darfst nicht einfach mal so blind jetzt annehmen, nur dass es an den Zinsen liegt. Das kann verschiedenste Ursachen haben. Ja? Also da musst du schon sehr, sehr genau hinschauen. Das kann auch energetisches Thema sein. Oder zum Beispiel bei Renovierungs- und Modernisierungsobjekten kann das genauso an der Situation liegen, dass die Leute keinen Bock haben, jetzt ein Renovierungsobjekt anzupacken, aus dem einfachen Grund heraus, weil die Lieferung, die Fertigstellung gerade ein Riesenproblem ist, weil die Handwerker keine Zeit haben oder Heizung, Stahl, auch alles Probleme gerade in der Lieferung, das heißt, die Leute sagen, da habe ich keinen Bock drauf, ich lasse die Finger davon. Also schieb das nicht jetzt nur auf eine einzige Sache. Deshalb ist Outflow wieder sehr wichtig. Die Outflow-Maschine bedeutet nämlich, dass du dadurch, dass du mehrere Objekte hast, also viel Objektakquise betreibst, und sagen wir mal, du hast in der Vergangenheit jede Immobilie verkauft, oder nahezu jede Immobilie verkauft, und du hast aber jetzt nur 1, 2 Immobilien im Verkauf und genau die laufen jetzt gerade bescheiden bis gar nicht, dann stehst du mit dem Rücken zur Wand. Das heißt, du hast am Ende, bist in der Opferrolle. Du bist, ja, du stehst im wahrsten Sinne des Wortes mit einem angenähten Arm da. Hast du aber 12, 15, 20 Objekte,
Und davon werden 20% oder 30% nicht verkauft, hast du aber immer noch Verkäufe. Das ist die, verstehst du, so wirst du zur Ursache über diese ganze Situation, über diese Krise und kannst trotzdem Geld verdienen. Deshalb brauchst du diesen Outflow. Outflow geht aber genauso weiter im Bereich von Werbung für Objekte. In der Vergangenheit, überprüfe es bitte bei dir, hast du vielleicht nur deine Immobilien verkauft über Online-Portal. Du musst auch hier mehr machen. Ja? Verteilst du Flyer für jedes Objekt? Machst du Printwerbung für jedes Objekt? Wo gucken die Leute rein, die in deiner Region wohnen? Ja? Ich weiß zum Beispiel von etlichen Kunden von mir, die eine ganze Seite Anzeige machen, einen redaktionellen Bericht, Artikel verfassen, also richtig Power, richtig Party machen, um eine Immobilie zu verkaufen. Informierst du dein Netzwerk? Sprichst du mit anderen Maklern? Machst du Gemeinschaftsgeschäfte oder Tippgebergeschäfte? Also du musst an der Stelle die Zielgruppe auch viel mehr adressieren und viel genauer hinschauen, wer ist der potenzielle Käufer für diese Immobilie. Weil es gibt ein paar Problemfälle. Kapitalanlagen sind schwieriger, ganz klar. Obwohl es eigentlich Quatsch ist, weil der Kapitalanleger, wenn er nämlich mal richtig hinschaut, am Ende des Tages Steuervorteile gehabt und dann gehen die natürlich wieder hoch. Wir haben damals zu 8% verkauft. Also das ist alles gar nicht so dramatisch, wie das jetzt viele machen. Hier fehlt Information. Also nächster Outflow-Point. Du musst Informationen nach draußen geben. Du musst viel, viel mehr erklären. Viel, viel mehr Daten liefern, dass die Käufer da draußen verstehen, was gerade passiert. Also auch Kompetenz ausstrahlen ist auch eine Form von Outflow. Ja, den Hörer in die Hand nehmen, mit bestehende Kaufinteressenten qualifizieren, denen Objekte anbieten, nachschauen, nachhören, wo stehst du gerade, hast du schon was gefunden und so weiter. Also das alles meint Outflow. Outflow at it best und mit absolut Vollgas. Das ist das, was jetzt in dieser Zeit 100.000%, wenn es das geben würde, kriegsentscheidend ist, ob du auf der Gewinnerseite sein wirst oder ob du zu den Verlierern gehörst. Du kannst immer etwas machen, du kannst immer das Heft in die Hand nehmen, du kannst immer die führende Rolle übernehmen, aber eine Sache sollte niemals eine Option sein, nämlich nichts zu tun und sich aufzuregen darüber, dass die Zinsen gerade kacke sind und alles nicht funktioniert und das jetzt einfach eine Phase ist, mit der man leben muss. Nein, musst du nicht. Klare Botschaft, musst du nicht. Wenn du nicht weißt, wie, dann habe ich einen guten Tipp für dich. Oder wenn dich interessiert, wie das geht, dann sollten wir auf jeden Fall miteinander sprechen. Unter diesem Video hier kannst du ganz entspannt, ist ein Link, da kannst du auf meine Webseite gehen, du kannst ein kostenfreies Beratungsgespräch vereinbaren. Wir sprechen miteinander, wir zeigen dir den Weg, wie das Ganze funktioniert, dass du wirklich krisensicher Objekte akquirierst, Alleinaufträge machst und auch krisensicher deine Immobilien verkaufst. Da haben wir die Lösung für, die ist, wie gesagt, über viele Jahrzehnte Krisen erprobt und zwar nicht nur eine, sondern mehrere. Das funktioniert. Da sind wir für dich da, wenn du Bock darauf hast. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann ist genau jetzt der richtige Zeitpunkt, diesen Kanal hier zu abonnieren, um noch mehr coolen Shit zu bekommen und vor allen Dingen kein einziges Video zu verpassen. Und natürlich mach einen Daumen hoch, schreib in die Kommentare, wie du das Video findest und welche Fragen du vielleicht hast. Dann können wir die in einer der nächsten Podcast-Folgen direkt aufnehmen. Und last but not least, vergiss auf gar keinen Fall, uns auf den sozialen Medien wie Facebook, Instagram, TikTok und wo auch immer zu folgen. Wir hauen in der Regel dort jeden Tag Content raus, kleine Snippets, kleine Tipps, die dir weiterhelfen, dein Business aufs nächste Level zu heben. In diesem Sinne wünsche ich dir alles Gute. Bis dahin, mach's gut.